Hey, mein Name ist Johnny. Wir machen heute ein weiteres Video der Cocktail Challenge mit Chefs Kulinar. Heute machen wir einen Drink mit Tequila, Sierra Milenario. Das Wichtigste, wenn ihr Tequila benutzt, macht das Glas schon mal kalt. Das Wichtigste, wenn ihr Tequila benutzt, ist, dass das Ganze 100% Agave ist. Das ist das hier. So, das schon mal auf die Seite. Wir machen heute eine Abwandlung des Paloma. Ihr kennt bestimmt die Limonade Paloma, das ist ein bisschen die einfachere, schnelle Variante, aber wir machen das heute fresh. So. Zuallererst benutzen wir Tequila, und zwar nicht zu wenig. Man sagt sich bei Tequila, der zündet so nach 20 Minuten. Das heißt, ballert euch die Dinger jetzt nicht eins nach dem anderen rein, sondern immer schön gemütlich und warten. Dann verträgt sich das auch gut. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Limette. Für gewöhnlich kommt da Agavendicksaft rein als Süße. Das überbrücken wir aber heute. Ihr werdet auch gleich sehen, mit was. So, jetzt brauchen wir erstmal gute 2 bis 3 cl Limettensaft. Wir machen da gleich noch Grapefruit rein, die hat auch eine gewisse Säure. Das heißt, nicht übertreiben, aber Limette ist bei Tequila immer wichtig. Sonst fehlt da irgendwas. Ich habe mir hier schon mal eine Grapefruit geschnitten, weil die sind, wie ihr seht, ein bisschen unhandlich so groß. Selbst so groß sind die unhandlich. So, sobald ich das Ding da mal reinbekommen habe, pressen wir das jetzt da rein. Ihr könnt da, ihr müsst einfach schauen, mit der Menge schon so eine halbe auf jeden Fall, vielleicht sogar ein bisschen mehr. So, das sieht gut aus. So, jetzt kommt normalerweise Agavendicksaft rein, das ist wie so eine Art Honig von der Agave. Das lassen wir jetzt aber. Wir shaken das Ganze jetzt genauso wie es ist. Einmal durch. Ganze wieder angefroren ist. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür. Jetzt probieren wir einmal dazwischen. Jetzt machen wir auch nicht zu viel Eis rein, weil wir brauchen Platz im Glas. Einmal diesen Teil da rein. Kriegt man jetzt so eine ganz leicht pinke Farbe. Hat er jetzt auch zwar sehr hell, aber leicht. Aber das wird jetzt noch viel pinker, weil wir arbeiten jetzt mit Thomas Henry Wildberry. Ihr kennt Wildberry und die Lee Wildberry. Damit machen wir jetzt einfach mal ein bisschen was anderes. Und genau deswegen haben wir jetzt auch keine Süße benutzt, weil Wildberry ein recht süßes Getränk ist. Füllt er einmal mit auf. So. Dann, erstmal rühren wir. Ja, funktioniert. Dann machen wir hier schon mal so ein paar Beeren rein. Nur ein paar wenige. Also wir haben Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren. Kennt ihr vom Lillet Wildberry. Machen wir jetzt rein. Und jetzt als Garnitur habe ich mir was überlegt. Wir haben jetzt hier so eine untere Hälfte der Grapefruit. Ich habe die komplett ausgehöhlt, ein kleines Loch reingemacht. Da packen wir jetzt einen Strohhalm rein, Glasstrohhalm, setzen das hier einmal oben drauf. Und da ihr immer alle so gerne die Früchte esst, füllen wir die jetzt einfach hier oben rein. So, dann könnt ihr nämlich schön trinken, Früchte snacken nebenher. Ein paar Brombeeren noch. Und da haben wir den Obstsalat. Schon geil aus. Yes, den nehme ich mit.